Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute möchte ich mit dir zusammen gerne in die Blessim Box aus Frankreich schauen und das ist die November-Edition. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen hineinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieße die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, ich finde auch, dass die relativ spät kommen, ne? Aber gut, die haben wahrscheinlich ein bisschen viel um Ohren wegen Black Friday und Adventskalender, dies, das, Ananas. Da fällt mir gerade ein, ich habe den Adventskalender aus Frankreich noch gar nicht mit euch zusammen ausgepackt. Folgt noch. Adventskalender-Unboxings werden auf diesem Kanal sehr wahrscheinlich auch noch im Januar, vielleicht auch noch mehr, ich weiß es noch gar nicht, online kommen, denn ich, es haben sich doch einige angestaut. Egal, auf jeden Fall haben wir hier die französische Variante. Ursprünglich kommt nämlich die Blessim-Box ja auch aus Frankreich und seit diesem Jahr ist sie ja auch in Deutschland erhältlich. Die französische Variante kostet mich 17,90 € pro Box und pro Monat und ich überlege tatsächlich mittlerweile, ob ich die deabonniere, weil ich habe ja die deutsche Variante und die gefällt mir sehr, sehr gut, muss ich gestehen. Na gut, auf jeden Fall ist das die Blessim-Box und sie ist sehr speziell einfach, weil hier oft sehr kleine Produkte drin sind. Die Box an sich ist auch immer recht klein, aber wir haben hochwertige Sachen, die halt, also nicht unbedingt hochpreisig, aber schon hochwertig, also gut funktionierende Geschichten und also bislang kann ich mich nicht beschweren. Ja, 5 Produkte sind da immer so drin. Hier haben wir dann einen Katalog de Noël, also quasi ein Weihnachtskatalog der französischen Blessim-Variante. Und in diesem Katalog haben wir auch Magic is Coming, das Heftchen, wo drin steht, was drin ist. Da habe ich euch ja auch schon die deutsche Variante ausgepackt und mit euch ja auch das Editorial schon mal so durchgegangen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, was in der deutschen Box drin war. Es war, Mein Kopf ist irgendwie gerade auch ganz woanders. Hier sind die Produkte aufgeführt, Preise sind aufgeführt, dies, das, Ananas. Und in diesem Heftchen haben wir auch super viele Sachen drin stehen. Das einzige Problemchen ist, es ist komplett auf Französisch. Ne? So, also gucken wir uns einfach mal den Inhalt der Box an. Blessim X Gemio scheint hier irgendwie so ein bisschen das Gedönsen zu sein. Ich weiß gar nicht. La Collection Retro Milano e a découvrir de le 2 November. Also, irgendwas mit 2.500 € wert. Ich habe keine Ahnung, was das jetzt bedeutet für uns. Also ich glaube nicht, dass wir einen Ring im Wert von 2.500 € uns holen dürfen. Keine Ahnung. Auf jeden Fall haben wir hier die 5 Produkte in der Box drin enthalten. Und wir starten doch einfach mal mit dem größten des Ganzen. Von Patika Paris Clean Gommage Sorbet Eclat, ein Radiant Sorbet Scrub mit Aprikosenkernen. 50 ml sind hier drin und da ist jetzt meine Frage, mache ich mir das ins Gesicht, mache ich mir das auf den Körper? Ich verwende keine mechanischen Peelings auf dem Gesicht, das heißt oft verwende ich solche mechanischen Peelings einfach am Körper, um sie zu verwenden, ne? Weil es halt einfach so ein Schade drum. Tired Skin. Okay, also ich glaube, das soll man im Gesicht anwenden, oder? Hätte ich jetzt so getippt. Aber na, wie gesagt, ich vertrage mechanische Peelings nicht so im Gesicht. Ich habe euch hier auch ein Video mal abgefilmt, zu welches Peeling passt am besten zu mir. Und mit meiner sehr sensiblen Haut komme ich am besten klar mit Enzympeelings oder mit Säurepeelings tatsächlich. Und die dann immer sehr dezent angewendet. Aber jetzt aktuell ist es halt auch so, aufgrund von Stillzeit, dass ich nicht hier Säurepeelings und so verwende. Das heißt, Enzympeelings nehme ich nach wie vor. 16,90 € kostet das. Das ist nicht günstig. Okay, als nächstes habe ich dekorative Kosmetik hier am Start. Und es ist von Benefit, die Bad Girl Bang Mascara. Die ist total großartig. Das ist eine kleine Größe mit 4 Gramm. Wir kennen die mittlerweile, ne? Also das ist wirklich so ein Produkt, was man gerne in der Box drin hat, weil Benefit ist super hochpreisig und da freue ich persönlich mich immer wieder drüber, wenn wir es in Boxen drin enthalten haben, weil es auch ein gutes Ergebnis macht. Es ist eher selten, dass ich mir dann so eine hochpreisige Mascara wirklich selber nachkaufe. Zum einen, weil ich durch die Boxen ja auch immer wieder den Nachschub bekomme, zum anderen, weil ich finde, dass Drogeriemascaren halt auch echt gut funktionieren. Ich gucke mich gerade an. Ich glaube, nee, ich habe auch gerade tatsächlich keine Drogeriemascara drauf. Das ist Bare Minerals, die Lash Domination und Monsieur Big von Lancôme. Die habe ich quasi geschichtet zusammen. Und trotzdem hast du da jetzt nicht so ein Wawawum-Ergebnis, ne? Also da hast du teilweise mit L'Oreal-Mascaren tatsächlich ein besseres Ergebnis. Das ist, ne? Diese Mascara ist halt mit so einem langen, kegelförmigen Gummibürstchen, was die Wimpern halt schön trennt und verlängert und dafür einfach ganz gut geeignet ist. Jo.
So, irgendwie habe ich hier gerade das. Ich denke, das ist so dunkel hier. Ist aber alles an hier an Licht. Keine Ahnung. Dann habe ich hier von La Roche-Posay das Hyalo B5 Serum. Das sind 10 ml. La Roche-Posay ist eine sehr hautverträgliche Marke. Antifalten, Konzentrat, Repairing, Replumping. Ist doch schön, ne? Kann man auf jeden Fall machen. Und es ist halt keine Originalgröße, es ist halt eine kleine Größe, dass man das halt ausprobieren kann, ob einem das gefällt, ob man da auch entsprechend, ob man das verträgt. Das ist halt auch nicht selbstverständlich. Und La Roche-Posay ist eigentlich etwas, wo ich sagen muss, habe ich bislang ganz gut vertragen. Genau. Ich meine auch, dass ich das schon mal aufgebraucht habe. Sieht sehr, sehr ansprechend aus. Hyaluron, Provitamin B5. Das wird Feuchtigkeit spenden und dementsprechend hat es dann die Antifaltenwirkung, ne? Finde ich gut, dass es mit drin ist. Ist ein schönes Produkt. Gut, wenn das jetzt dieses Patika fürs Gesicht ist, dann haben wir schon 2 Gesichtsprodukte und eine Mascara. Und dann haben wir noch ein Produkt fürs Gesicht. Und zwar ist das von Polar Eternal Snow. Ja, eine Youthful Promise Cream with Arctic Flowers. 20 ml sind in dieser Verjüngungscreme drin. Also gut, wir hätten hier eine Hautpflege, ne? Dass du halt erst die Haut reinigen kannst, dann machst du dir ein Serum drauf, dann kannst du dir entsprechend diese Creme drauf machen und meine Fingernägel passen heute ja mal optimal zu der Box. 1A, ne? Ja, ich habe endlich mal wieder meine Nägel lackiert. Hat funktioniert. Auf jeden Fall, ja, haben wir halt sehr, sehr viel fürs Gesicht. Andererseits muss man halt auch sagen, eigentlich jetzt so im Winter murmeln wir uns ja so dermaßen dick ein, dass man im Prinzip ja auch nur noch das Gesicht sieht. Von daher macht es durchaus Sinn, dass dann in den Beautyboxen vor allem die Produkte drin sind, zu den Körperregionen, die man dann sieht. Denn das letzte Produkt, das 5., was hier mit drin ist, ist für die Haare. Brave New Hair mit Keratin, die hatten wir schon öfters mal drin, 50 ml. Ich habe die auch schon mal verwendet, aufgebraucht, wie auch immer. Die riecht richtig gut, ist gar nicht mal so teuer. Das heißt, nachkaufen geht hier auch vollkommen klar. Und das ist wirklich eine Maske, die meine Haare sehr, sehr, sehr gerne mögen. Also das ist, also Keratin ist etwas, was man, also ich glaube, Keratine sind ja auch Proteine oder so. Und meine Haare lieben sowas, weil die sehr trocken sind. Ja. Und die stehen halt drauf, wenn ich denen solche Keratin-Geschichten gebe, sowohl als Shampoo, als auch als Spülung, als auch als Maske. Ne? Und dementsprechend ist es eine ganz gute Geschichte, dass ich das hier wieder mit drin habe. Ne? Habe ich wieder ein Backup. Und wie gesagt, das riecht halt auch klasse. Das ist jetzt nicht übermäßig krass parfümiert oder so. Nee, das ist halt dieses Keratin, was ich so gerne mag. Ne? Da hast du, also ich mit meinen langen Haaren habe da jetzt nicht so super viele Anwendungen, die ich hier rausnehmen kann. Aber trotzdem, das ist schon eine feine Geschichte. Und das wäre jetzt schon einmal die Box gewesen. Mensch, da bin ich ja richtig durchgehuscht hier. Ich sehe es nämlich gerade in der Zeitanzeige. Also mir hat sie gut gefallen. Wie gesagt, wir haben hier halt 5 Produkte drin, die wir aktuell bei den sichtbaren Körperregionen halt anwenden können. Mir persönlich ein bisschen zu wenig Abwechslung, aber die Produkte an und für sich finde ich gut. Das Peeling würde ich am Körper verwenden. Die Creme vertrage ich persönlich leider nicht ganz so gut, weil Polar und ich nicht die allergrößten. Ich weiß nicht warum, aber alle Polar-Produkte, die ich bislang auf meinem Gesicht probiert habe, haben nicht so wirklich gut funktioniert. Aber ja, ansonsten fand ich die Box gut. Schreibt mir gerne mal eure Meinung unten in die Kommentare, da können wir uns gerne mal austauschen. Und dann wäre es das auch hier gewesen. Wenn dir mein Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings der Boxen. Hier unten mein neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!